Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren sehr erfreulichen Video zu Path of Titans, denn es ist ein neues Update draußen mit sehr vielen coolen Neuerungen. Ich blende jetzt mal eben den Discord-Beitrag dazu für euch ein. Das Ganze ist auf Englisch, wir überfliegen das jetzt einmal ganz kurz, zumindest die neuen Features, die Bugfixes und anderen Sachen, die überspringen wir jetzt einfach mal, weil ich denke mal, die Neuerungen sind so das Spannendste. Als allererstes haben wir da einen neuen Befehl, den man in den Chat eingeben kann und dann wird automatisch ein Screenshot und die Koordinaten als Map-Bug eingesendet und dann können sich die Entwickler direkt darum kümmern. Also sehr, sehr benutzerfreundlich und einfach für uns gemacht. Jetzt kann man mit einem einfachen Befehl das Ganze melden. Und dann kommt auch schon die erfreulichste Nachricht, denn wir haben einen neuen spielbaren Dinosaurier, meinen Liebling neben dem Allosaurus, nämlich den Styracosaurus. Ich freue mich so sehr, den mal gleich mit euch gemeinsam auszuprobieren. Bin super, super gespannt. Mal gucken, wie der sich spielt und steuert. Ist ja so der erste etwas größere Pflanzenfresser, den man jetzt endlich anspielen kann. Dann wurde als nächstes die Kollision endlich in das Spiel gebracht. Das heißt, dass die Dinosaurier nicht mehr durcheinander durchlaufen können, sondern miteinander kollidieren. Dadurch werden Kämpfe viel, viel interessanter werden. Außerdem können jetzt alle spielbaren Dinosaurier dieses neue verbesserte Bewegungssystem benutzen. Das heißt, dass sie seitlich laufen können, sich auf der Stelle drehen können und so weiter. Dann wurde die gesamte Map Panjura jetzt veröffentlicht. Das heißt, man kann jetzt auf der gesamten Map spielen und das Ganze erkunden. Dann wurden als nächstes diese Rubberbanding-Probleme etwas verbessert. Das ist dieses, ja, wenn man so zurückgezogen wird wie von einem Gummiband. Daher kommt ja auch der Name Rubberbanding, für die, die es nicht wussten. Dann wurde der erste Schritt von dem Ability System eingebaut. Jeder Dinosaurier hat momentan jetzt eine Fähigkeit. Das werden noch mehr werden später, aber das wird jetzt auch getestet. Da bin ich auch sehr gespannt. Man kann jetzt auch Schreie durch Angriffe abbrechen. Und man hört jetzt automatisch auf zu essen oder zu trinken, wenn man gesättigt ist oder halt nicht mehr durstig ist. Dann haben wir als vorletzten Punkt noch, dass die Charaktererstellung entfernt wurde und einfach direkt vor die, zum Beispiel wenn man die Kartenerkundung oder sowas macht, dort einfach davor eingefügt wurde. Macht auch Sinn, dann braucht man nicht so einen extra Punkt im Hauptmenü dafür. Und wo wir gerade bei den Menüpunkten sind, der Punkt AI-Demo, das heißt, wo die künstlichen Intelligenz-Dinosaurier getestet wurden, das konnte man ja ausprobieren, haben wir auch mal damals getestet, der wurde auch entfernt und der kommt dann zurück, wenn dann die AI-Dinos endlich in das Spiel kommen und wir dann auch mal Jagd auf diese machen können. So, das waren jetzt alle neuen Features einmal kurz runtergerannt. Wie gesagt, die Bugfixes und Fehlerverbesserungen und sowas, darauf gehen wir jetzt nicht mehr ein, könnt ihr euch gerne ja durchlesen, steht ja alles hier, sonst pausiert eben das Video. Aber ich will jetzt unbedingt den Styraco ausprobieren und genau das werden wir jetzt auch tun. Und da haben wir auch schon den Styracosaurus. Den können wir jetzt endlich spielen. Das hier ist übrigens mein Lieblingsskin für den Styraco. Feiere ich mega. Den kann man auch noch ein bisschen anpassen, dann sieht er noch cooler aus. Aber so ist der auch schon sehr, sehr nice. Den werden wir gleich auch mal freischalten und dann mal ausprobieren. Ah, es ist wirklich so ein wundervoller Dinosaurier in dem Spiel. Der ist optisch so gut gelungen. Feier ich mega. Und endlich können wir ihn spielen. Wir machen uns jetzt erstmal hier so einen normalen Skin. Der sieht eigentlich schon ganz gut aus. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel rumspielen. Charaktererstellung von Path of Titans kennt ihr auch schon und die ist echt mega cool. Ich glaube, wir machen mal den mit den... Oder den? Ich glaube, ich mache mal den. Der sieht schon schön bullig aus. Der mit den Härchen ist auch cool. Die sind alle cool. Egal, wir starten jetzt. Ich will ihn unbedingt zocken. Das Ganze geht leider nur im Singleplayer, weil gerade keine Multiplayer-Server online sind. Vielleicht werde ich heute Abend noch einen Livestream machen, wo wir den dann auch mal im Kampf und sowas testen werden, wenn dann hoffentlich Server da sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da oder aktiviert die Glocke. Dann solltet ihr da informiert werden. Jetzt können wir unseren ersten Schritt hier machen. Boah, es sieht so cool aus. Oh mein Gott. Der ist so wunderschön. Der fügt sich so gut in die Landschaft hier ein. Stellt euch einfach mal vor, ihr könnt mit so einer Herde hier dann durch die Gegend laufen. Ist ja auch so der erste etwas größere Pflanzenfresser. Die Bewegung sieht doch super aus. Können jetzt ja auch die Map erkunden. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu kommen werden. Wenn wir wahrscheinlich auch eher auf den Livestream verschieben. So, hier passen wir gerade so durch. Oh, der kann auch krabbeln. Cool.
Aber das geht sogar noch so. Also optisch gefällt der mir schon mal 1A. Schreien kann er natürlich auch. Das hier ist jetzt die 1. Das ist der 2-Call. Okay, das ist der 3-Call. Okay, wir gehen mal ein bisschen gerader, stellen wir uns hin. Das hier ist der 4-Call. 5-Call. 6-Call. Ah, da streckt er sich. Nummer 7. Da guckt er sich einfach um. Ich feiere das übrigens, dass man bei Path of Titan so viele Animationen und Schreie hat. Das ist richtig cool. Dadurch wirkt das alles viel lebendiger später. Oh, der war auch nice. Das war die 7 gerade. Jetzt kommt die 8. Der ist auch cool. Und zu guter Letzt haben wir F. Das ist einfach nur, wenn man so ein bisschen spricht mit seinem Gegenüber. Ziemlich cool. Gefällt mir. Angreifen kann er auch. Unten seht ihr auch dieses Zeichen für das neue Ability-System. Kann jetzt hier schon einen Kopfstoß machen. Und dann habe ich auch Cooldown da drauf. Das heißt, ich muss 3 Sekunden warten, bis ich den nächsten Kopfstoß machen kann. Das muss man sich dann auch gut überlegen, wann man das einsetzt und wie man das im Kampf einsetzt. Allerdings wird man natürlich auch noch weitere Fähigkeiten dann haben. So, da bin ich echt gespannt. Finde ich gut, dass die so ein System da einbauen. Ich mag auch gerne diese neue Anzeige da unten. Also die gefällt mir auch schon richtig gut. Finde ich besser als die, die davor im Spiel war. Der fühlt sich verdammt gut an, muss ich sagen. Aber das tun sowieso alle Dinosaurier von Path of Titans. Das sieht so wunderschön aus. Liebe dieses Spiel, wirklich. Ich habe übrigens gerade mal die Quests durchgeklickt, weil ich ja eine angenommen habe, damit wir gleich einen Skin freischalten können. Und da hat man ja auch mal diese Mission, wo man dann Orte suchen muss und ja, finden muss, damit man Punkte bekommt. Und dort standen sehr, sehr viele interessante Namen von neuen Orten, weil die Map jetzt ja auch komplett spielbar ist. Zum Beispiel war da sowas wie Turtle Island. Das klingt ja schon mal ziemlich cool, also Schildkröteninsel. Das sind alles Orte, die können wir dann später im Livestream oder so mal erkunden gemeinsam. Da bin ich echt super gespannt. Aber jetzt muss ich erstmal noch ein paar Nüsse sammeln. Ah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir haben 50 verdient. Das heißt, wir können uns jetzt ausloggen und dann hier diesen bearbeiten. Und jetzt kaufen wir hier meinen Lieblingsskin. Yay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben ihn freigeschaltet. Leider wird es jetzt gerade natürlich nebelig. Und groß, ja, verändern können wir den leider auch noch nicht. Wir können nur das Muster ändern. Ich glaube, ich nehme da mal das. Die Farben haben wir leider noch nicht freigeschaltet, also da können wir noch nichts dran ändern. Können jetzt aber mal den mit den Härchen hinten spielen, warum nicht? Dann geht's weiter. So sieht der neue Skin jetzt in-game aus. Die Farben gefallen mir schon echt gut. Allerdings ist, muss ich ein bisschen sagen, dass das Weiß mir ein bisschen zu hell ist. Es müsste ein bisschen dunkler sein. Das kann man ja sicherlich noch freischalten und dann ja, ein bisschen anpassen. Weil, ja, wenn ich das so von hinten sehe, gefällt mir das nicht ganz so gut. Und auch diese Härchen finde ich nicht so cool. Also ich glaube, ich finde das Model ohne die Härchen ein bisschen schöner. Aber ansonsten ist das schon cool. Ich finde es echt toll. Das Spiel ist so wunderschön, ne? Wirklich. Können jetzt auch mal eben die Trinkenanimation anschauen, wie die aussieht. Wir stehen hier ja gerade in so einem schönen Bach. Oh, wir sind schon nicht mehr durstig. Er hört jetzt ja auch automatisch auf zu trinken. Das habe ich vorhin auch schon vorgelesen. Essen wäre noch sehr interessant. Vielleicht finden wir mal hier so ein paar Beeren. Und wir können jetzt auch erstmal hier so ein bisschen den Bach hinabhoppeln. Dann seht ihr mal, wie wunderschön dieses Spiel einfach ist. Ah, ich liebe es. Müssen wir mal gucken, ob wir Beeren finden schon mal zum Fressen. Weil, ja, man kann ja, glaube ich, noch nicht schnuppern. Wir könnten uns eigentlich auch mal angucken, wie es aussieht, wenn er stirbt. Was haltet ihr davon? Ihr würdet jetzt eh alle eins in den Chat schreiben. Also würde ich sagen, springen wir einfach mal hier, damit ihr glücklich und befriedigt seid in eurer sadistischen Art. So, let's go. Alles für euch, für die Likes. Da liegt er. Okay, sehr, sehr interessant. Jetzt können wir auch noch mal ganz kurz den Charakter bearbeiten. Dann machen wir doch mal eben die Härchen weg und machen mal dieses Model. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Speichern das Ganze und dann geht's weiter. Ach so, Leute, wenn wir gerade schon dabei sind,
können wir natürlich auch noch mal eben das Liegen und so ausprobieren. Also hinhocken, sieht so aus. Hatten wir vorhin auch schon ausprobiert. Man kann auch in der Hocke angreifen. Und hinlegen oder hinsetzen ist dann so. Das machen wir mit H. Oh, sieht auch cool aus, voll süß. Man kann natürlich auch schlafen, wenn man jetzt H gedrückt hält. Dann gähnt er und macht ein Nickerchen. Den Styracosaurus muss man einfach lieben, oder? So ein wundervoller Dinosaurier. So, stehen wir mal wieder auf. Und dann geht's weiter. Können wir mal eine Runde baden gehen und uns das mal anschauen. Sollten natürlich hier anmachen, wegen der Ausdauer. Oh Gott, wir haben nicht viel Ausdauer. Oh nein, Leute. Oh Gott. Ich hätte erst mal gucken sollen, wie viel Ausdauer wir haben. Wir nibbeln ab. Kopf ist aber noch über Wasser. Komm schon, du schaffst es. Oh nein. Das Ufer hier ist zu steil. Hier sieht man schon, dass die Map noch ein bisschen überarbeitet werden muss, da der Felsen schwebt und sowas. Da könnten wir jetzt eigentlich mal den Report hier eingeben. So Leute, den Felsen da vorne habe ich schon reported, aber hier sieht man das nochmal ein bisschen besser, weil es an Land ist. Und wir machen es jetzt nochmal gemeinsam. Also ihr könnt hier einfach in den Chat eingeben, den Befehl Bugsnap. Und dann müsst ihr dahinter einfach mit Leertaste die Begründung machen oder die Sache, die ihr reported. Hier wäre es zum Beispiel einfach ein schwebender Fels, Floating Rock. Das habe ich da vorne auch reported, das war ja unter Wasser so ein bisschen schwebend. Und dann müsst ihr einfach nur abschicken und schon wird ein Screenshot gemacht und die Koordinaten werden gesendet. Und somit helft ihr auch, das Spiel dann zu entwickeln oder ja, zu verbessern. Finde ich mega cool, dass es jetzt so einfach ist. Sehr, sehr hilfreich. Was natürlich auch noch neu ist, habe ich auch schon gezeigt, dass sich das Wasser wirklich bricht, wenn ihr da so drin lauft. Schaut euch das mal an. Da sind nicht nur irgendwelche Partikel oder so. Das Wasser wirkt jetzt wirklich lebendig, wenn man da so drin rumschwimmt und läuft. Finde ich mega cool. Richtig schön. Oh, ist das toll, dieses Spiel. Grafisch ist es wirklich eine Eins. Vor allem, wenn dann so die Sonnenstrahlen durch die Bäume kommen. Mega, mega cool. Ich würde jetzt halt gerne nochmal irgendwas zu essen finden. Das wäre cool. Und nochmal gemeinsam was verspeisen können. Ich glaube, die Sonne geht aber gerade auch schon unter. Oh, was sieht's denn hier? Verlassene. Okay. Gehen hier in eine Höhle rein. Oh, hier könnte man dann zum Beispiel sein Nest aufschlagen. Cool. Hier gibt es wirklich überall interessante Orte. Okay, Leute, ich habe jetzt noch ein bisschen gesucht, habe jetzt leider keinen Busch gefunden, aber es ist gerade so wunderschön hier mit dem Sonnenuntergang. Deswegen dachte ich mir, beenden wir doch an dieser Stelle das Video. Der Styracosaurus ist wirklich toll. Wir werden den nochmal ein bisschen genauer im Livestream dann ausprobieren. Ich hoffe, dieses kurze Infovideo oder ja, Anspielvideo hat euch sehr viel Freude bereitet. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.